Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 von Portal 2. Yeah. Im ersten Part haben wir festgestellt, dass wir eine Matsche. Es gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Gott kann mir auch nicht helfen. Nein! Im ersten Part haben wir herausgestellt, dass wir eine Matschbirne sind und wir haben in die Ecke gekackt. Ja. Wir wollen hier flüchten, müssen aber erst. Ja, flüchten. Und wir können immer noch nur ein Portal schicken, senden, machen, tun, aber jetzt geht's weiter. Hui, in Teil 2! Was erwartet uns nun in Test Nummer 6? Wir werden es herausfinden, aber erstmal. Oh. Kamera zerstört. Kamera zerstört! So, eigentlich wollte ich die Kamera mitnehmen, aber das hat nicht geklappt. So, jetzt haben wir den Würfel hier, da, und jetzt müssen wir da rüberspringen mit dem Würfel. Komm, wollen wir das schaffen? Ah, ich habe Angst. Ich habe überlebt. Ich lebe noch. Spaß. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Yay! Ach. Mit mir beginnt die Zukunft! Das ist aber eine schlechte Zukunft. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach, da. Hui! So, als erstes müssen wir da. Das heißt, wir machen dort ein Portal. Und Geronimo! Woohoo! Ja, wir haben nämlich so Schuhe. Wenn wir mit denen springen, dann können wir nicht sterben. So, als nächstes machen wir da eins hin. Und springen nochmal in den Tod! Woohoo! Autsch. Dann müssen wir den Würfel hier hinbringen. Und springen in den Tod. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Okay, tschö. Ab nach Haus. Hey, ich muss nach Hause. Ich bin zu dumm, alt und zu verstrahlt. 1 plus 1 ist Fisch. Okay, dann müssen wir trotzdem. Tja, ich kann nicht zurückkehren. Müsst ihr das halt mit einem Dummi machen. Mit einer Matschbirne. Ich bin eine Matschbirne. Ja. Eine Matschbirne auf Abwägen. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Okay. Hier fliegt alles in die Luft! Ah, jetzt kommt Wheatley! Jetzt kommt Wheatley! Ich bin hier oben! Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Das war's. So. Gut gemacht. Geh hindurch. Apfel!
Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, okay, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Ja, komm. Auf drei. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Das ist zu hoch. Ist doch Pussy. Zu hoch, oder? Also, okay. Nein, also Spaß. Auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich find die also Sitze diesmal cool. Schon bei eins. Bereit? Okay. Ja. Eins. Fang mit. Au. Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Du redest mit der Wand. Das Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Bist du noch da? Könntest ja. du mich vielleicht aufheben, wenn ja, du ja, ich spiele mit bist? Dir Fußball. Komm, ein bisschen Fußball spielen. Super, besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Hab ich. Und jetzt? Ich kann nicht, wenn du dabei zuguckst. Ja, mach. Ich dreh mich um. Okay, dreh dich wieder um. Ja. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt ja, hast. Ja, komm, hör auf zu labern. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Genau. Also, er ist glücklich, dass wir nicht mehr der Schiene, also, dass er nicht mehr der Schiene folgen muss, aber wir sollen die Schiene folgen. Was? Egal. Muss man nicht verstehen. Und jetzt kommt schon der erste Turret. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Ich gucke in die Augen und jetzt? Hallo. Hallo. Ja, bist du. Und der Speicherstand wird gespeichert. Yay. Ja. Speichern du. Aperture Sinses Laboratories. Geht los. Ja, ich bin ein bisschen erkrankt. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Was? Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine ja. Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan okay. B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ich bleib hier und komm also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Ja, ich bleib hier. Ich ernähre mich von Dosen. Ja, ich komm. Wir ernähren uns von Dosen. Vielleicht kommt Redman ja vorbei. Ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst. Nein, es ist noch Zeit. Ja, ich produziere. Ich bleib hier. Redman, komm her, hilf mir. Redman, ich brauche deine Hilfe. Okay, es geht nicht anders. Scheiße, guckt euch das Chaos an. Das waren wir. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zu los, weiter. Gott sei Dank. Sie ist abgeschaltet, da wir sie ja im ersten Part getötet, also im ersten Teil getötet haben. Also nicht wir, sondern... Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Oh, ja. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das ja, du ich. Nicht. Ein Mensch. Ja, das war ich. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Ja. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem Nein. verschwunden. Nein, ich rede mit dir. Ich war das. Und dann kam hallo. Eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Ja, und jetzt hallo. Sind wir beide hier auf der Flucht. Hier. Tja, ich hab, so ich hab sie getötet. Nichts anfassen, bitte. Ja, okay. Spring. Und? Obwohl... Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ja. Darf ich dich daran erinnern, dass die Portal gar nicht festhält und nicht ich?
Entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Was? Warum nicht? Runtergesehen. Das ist doch nichts. Nur eine endlos tiefe Spalte, die den Tod bedeuten kann, das wenn man da runterläuft. Das ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. So ein paar Schalter. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Nein, du machst nicht das Licht an. Du transportierst uns nach oben und aktivierst GLaDOS. Scheiße, ich hab's mir ganz gespoilert. Nein, das ist... Ja, okay, das Spiel kennt ja jeder. So sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Wow, so viele Schalter. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also... Du machst das jetzt nach oben. Achtet mal auf die Schalter. Aktiviert, 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 aktiviert. Alle Schalter werden aktiviert. Oh nein, wird noch schneller. Und... Power up, abgeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Nein. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. GLaDOS. Wird wiederbelebt. Also, genau genommen ist es ja nicht GLaDOS. Es ist Caroline. Hatte ich B schon? Schalt das mal auf. Power up abgeschlossen. Na schön, na schön. Neuer Plan. Schalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Waren schöne Zeiten. Ja, ganz gut. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Du wolltest mich umbringen! Oh nein, 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 nein! Oh nein, nein, nein! Meine Portalgun! Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Er wurde zerstört. Habt ihr das Geräusch gehört? Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Eigentlich ich schon. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Nein! Oh, scheiße, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wir haben GLaDOS wieder belebt, beziehungsweise Wheatley, weil er es wieder verkackt hat. Unsere Portalgun ist weg. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich hab Angst. Nein, hab ich nicht. Mal gespannt, was jetzt passiert. GLaDOS ist wieder belebt. Wir haben keine Portalgun. Wheatley ist weg. Was wird uns erwarten? Erstmal fallen wir einen Schacht runter. Und werden zerquetscht. Oder auch nicht. Wir werden nämlich den Müllschacht runtergeworfen. Da wären wir. Die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Oh, ich finde es gestolpert. Und wir können beginnen, wie früher. Du Monster. Guck euch das mal an. Also wir haben keine Portalkanone mehr. Da ist sie. Warte. Sieht ziemlich schön aus. So defekt. Holen wir sie! Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Wuhu! Ich laufe durch. Spaß. So. Los geht's. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Ups. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Ach, du nicht? Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen.
Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Was? Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, wisst ihr, worauf die anspielt? Die will uns so lange wie Mäuse wandeln, bis wir draufgehen. Und wenn wir draufgehen, belebt sie uns wieder und dann... Die ist krank! Wer hat so einen Rechner erschaffen? Weiter geht's! Dam, 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 dam. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Teil 2. Der Kaltstart. Nein, nein! Fast geschafft. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ach echt? Ich hab gehört 20 oder so? Ja, ich hab Bock. Ach, und solltet ihr im Hintergrund so ein Klicken oder so vom Controller hören? Ja, ich krieg das noch nicht ganz irgendwie raus. Ist egal, hört man ja nicht so oft, dieses... Aber trotzdem. Wattmusch, Stadtmusch. Weiter geht's. Hier sehen wir Pappfiguren. Oh, ich liebe diese Animationen. Cool. Tschum. Cool. Weiter geht's. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Whitley! Na Whitley! Da war Whitley! Yay! Kubus! Und Müll. Was haben wir denn da? Müll. Yay! Hoch geht's! Wie kommen wir hier durch? Wir haben kein Kühlbus. Jetzt schon! Ernsthaft? Haha, haben wir dich! Gut gemacht! Hier danke. Ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Oh, danke. Das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Oh, danke. Das ist mir doch bewusst, du Bitch. Oh, das wollte ich nicht sagen. Bin ich etwa ausfallend geworden? Ich bin ein schrecklicher Mensch. Tut mir leid. Steht in meiner Akte. Sie hat's vorgelesen. Schrecklicher Mensch. Ich bin schrecklich. Ich habe ein Kaugummi geklaut! Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Wer erforscht so etwas? Hat jemand mich gestalkt oder kein Leben? Oder... Was? Weiter geht's!
Hä? So, klar war ich? Ah, noch nicht. Komm. Ach. So, ganz vergessen. Ein Punkt dahin. Und ein dahin. Gratuliere, so. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Oh, Fettwitze! Das ist sowas von 2001. Obwohl dieses Spiel von 2011 ist? Ich weiß es nicht, aber... Nein, das geht doch nicht! Weiter geht's. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und... Tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay. Ich zerstöre die Anlage. Geronimo! Ich vergesse das jedes Mal. Ich wäre gerade schon wieder fast draufgegangen. Und wieder rüber. So. Mehr, du Kubus. Was passiert mit dem Kubus? Guck mal jetzt. Nein! Oh. Muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Ich finde den Speier, den Satz so. Schwabbel zum Aufzug. Ja, den habe ich auch im echten Leben schon gehört. Der ist echt nice. Schwabbel zum Aufzug und dann testen wir weiter. Ach, GLaDOS. Dein Humor. Unschlagbar. Bam! Aber ein Kuchen. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ja, danke. Los geht's. Boom! Damit sieht GLaDOS aus. Jetzt nicht mehr. Ah, verkackt. So, und? Jetzt! Kubus! Her damit.
Du atmest übrigens keine echte Luft. Was? Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Nein, eigentlich nicht. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Oh mein Gott! So. Ich merke gerade, wir sind wieder über unseren Partlänge. Danke fürs Zuschauen. Das war Teil 2. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns in Part 3. Und mal gucken, was noch für Tests auf uns zukommen. Was GLaDOS hat und wie werden wir flüchten. Das alles und noch viel mehr in Let's Play Portal 2. Wir sehen uns. Haut rein! Bye!